with those who almost adventured, who almost achieved, but ultimately, for them it proved to be too much. Then there are others, the ones who embrace the moment and commit. And in these moments of truth, these men and women, these mere mortals, just like you and me, as they peer over the edge, they calm their minds and steel their nerves with four simple words that have been whispered by the intrepid since the time of the Romans. Fortune favors the brave. Herzlich willkommen, Krypto-Freunde, Investoren, Newcomer. Habt ihr das gesehen, Leute? Das war der Mad Demon. Der Mad Demon ist jetzt auch ein Aushängeschild für Krypto, beziehungsweise Crypto.com. Ist einfach gestört, was sie für Werbung machen. Ne? Crypto.com, die Börse in der UFC, bei der Formel 1, ich glaube bei der NFL, auch wenn ich mich nicht irre, mehrere verschiedene Sportarten. Jetzt holen sie sich auch noch so einen wie Matt Damon. Und wann passiert das Ganze, Leute? Das Ganze passiert, während wir in All-Time-High-Nähe sind. Dieser Hype, der langsam entsteht, der geht langsam in Richtung Euphorie. Und das ist echt ein sehr starker Indikator dafür, dass man eventuell schon in der Nähe des Tops, des Bullruns langsam gekommen ist. Finde ich sehr, sehr interessant, in welche Richtung das geht. Bitcoin hat wir ein kleines bisschen wieder runterkorrigiert gehabt, beziehungsweise die Altcoins, die haben ein bisschen zugelegt. Vor allem Ethereum bewegt sich wieder in Richtung All-Time High und hat hier ziemlich stark an Marktdominanz zugenommen. Guckt euch das mal an, Leute. Ethereum ist fast wieder auf 20%, während Bitcoin auf 44% runtergefallen ist. Wir sind wieder bei einem Total Altcoin Market Cap von 2,6 Billionen. Es geht ziemlich in diese richtige Richtung, die wir wollen. Aber gucken wir uns mal an, was haben wir heute für News. Bevor wir uns das angucken, Fear and Greed Index ist wieder hochgegangen, gestern 66, heute wieder 70. Wir hatten ja ein Tief bei Bitcoin von 58.000. Ist wieder nach oben geschoben, ein bisschen über die 60.000 bis 61.000 hoch. Und ja, die Gier kommt einfach. So, was haben wir bei Facebook? Facebook dreht durch, macht einen Rebrand des Names und geht komplett Metaverse. Gucken wir uns das einmal kurz an. Einen kurzen Ausschnitt davon. This is awesome. Right? It's from a creator I met in LA. This place is amazing. Boss, is that you? Of course it's me. You know I had to be the robot, man. I thought I was supposed to be the robot. Whoa. I knew you were bluffing. So, Leute. Was genau ist das? Es geht jetzt darum, die haben einen neuen Rebrand gemacht. Die werden diesen Metaverse starten. Und ihr seht es ja. Man setzt seine Brille auf, beziehungsweise ihr kennt das ja, wenn man so einen Aufsatz für ein Handy hat, dass man in dieser virtuellen Welt ist. Und man kann sich jetzt mit seinen Freunden so treffen. Man kann sich aussuchen, ob man so ein Roboter-Avatar sein will oder man selber sein möchte. Man kann Teile seiner eigenen Wohnung kreieren in dieser Welt und sich dort mit seinen Freunden treffen. Oder man kann auch in der Stadt rumlaufen. Später wird auch gezeigt, dass man da bestimmte Bilder zeigen kann. So, hey, guck mal, ich habe hier draußen an der Wand irgendein Bild gesehen, was dann NFTs auch sein könnten, die man dann auch kaufen kann. Die Art und Weise, wie man Informationen über uns sammeln wird, wird noch viel schlimmer sein als auf Facebook. Werbung könnten sie ganz anders schalten. Wenn du dann mit deinen Freunden da spazieren gehst, eventuell durch, was weiß ich, New York, kann man da auf so ein riesen Gebäude Werbung schalten, je nachdem, was sie an Daten von uns gesammelt haben und was wir präferieren. Ja, schon krass, in welche Richtung das geht, ist schon eine Revolution, aber meines Erachtens nach finde ich das sehr, sehr beängstigend. Die kommen hier an mit, oh, wir verbinden Menschen, we are connecting people, aber wo ist das Menschen miteinander verbinden, wenn man alleine zu Hause sitzt mit so einem Handy vor seinen Augen, mit einem Aufsatz und glaubt, man trefft sich jetzt mit Leuten, weil man sich ja virtuell irgendwo in einer digitalen Welt sich sieht, das
das trennt die Menschen eher und das geht echt teilweise in diese Richtung von diesen Science-Fiction-Filmen, wo die Menschen dann nur noch irgendwo in einem dunklen Zimmer sitzen und irgend so ein Avatar digital steuern. Und Leute, wir sind gar nicht so weit weg davon. Das ist schon gestört halt, ne? Und ist halt gut für Kryptos, gut für Blockchain, weil man da drin auch mit seinen Kryptos wahrscheinlich bald zahlen werden kann. Man wird wahrscheinlich NFTs direkt kaufen können, wenn man irgendeinen Künstler sieht, der ein Graffiti an der Wand gemacht hat, wie auch später in dieser Werbung hier gezeigt wird. Wir verlinken das Ganze, das könnt ihr euch dann selber noch einmal angucken. Ich finde das eher beängstigend. Ist das gut für Krypto? Auf jeden Fall ist das gut für Krypto und die Blockchain, aber ich finde es mehr beängstigend. Ich weiß nicht, Leute. Das geht schon ziemlich in die krasse Richtung. Und wenn man sich bedenkt, dass die jetzt auch noch die jüngere Generation als Ziel nehmen und die unter 15-Jährigen, wollte ich gerade sagen, aber auch die Jüngeren nehmen, unter Teenageralter und jetzt hier reinziehen wollen. Das ist schon heftig, Leute. Das ist schon heftig, ey. Na gut. Das war's wohl, dass wir Kinder bald irgendwo draußen Verstecken spielen sehen oder sowas. Oh Gott, ey. Irgendwo ist es gestört, ehrlich. So, ich habe mir das mal angeguckt mit dem Dent Supply. Nirgendwo habe ich irgendwas dazu gefunden, dass sie den gesamten Supply, den Total Supply oder was auch immer geändert haben. Es ist gleich geblieben bei 100 Milliarden. Ich habe nirgendwo was anderes gefunden. 99% davon sind im Umlauf. Das heißt, da kann man nicht große Manipulationen starten. Ich habe zwar einige Artikel gelesen, dass sie darüber sprechen, eventuell den Supply zu burnen. Das heißt, einige Token eventuell zu verbrennen. Aber das sind reinste Spekulationen. Ich habe von Dent Wireless Seite nichts davon gehört oder gelesen. Wir gucken uns mal eben kurz an, was wir da für Preistages gesetzt hatten. Was haben wir damals gemacht gehabt? Wir haben einfach super, super stumpf die Fibonacci gezogen, Swing High, Swing Low. Was haben wir dann gemacht? Wir haben gesagt, hey, das kommt auf die ungefähr 47 Cent. Wir hatten uns das als Preistarget markiert. Ich mache das mal einmal kurz. Das heißt, wir haben gesagt, hey, 47 Cent, das ist ungefähr eine Vervierfachung, ein kleines bisschen mehr zwar, aber eine ungefähre Vervierfachung vom letzten All-Time-High aus, wo wir hier bei ungefähr 11 Cent waren, und habe das für realistisch gehalten. Wenn ich mir jetzt angucke, was wir hier noch gemacht haben, ich finde interessant, dass dieser Bereich, in dem wir uns hier befinden, dieser Bereich hier, ungefähr in den Bereichen ist wie hier. Und wenn wir einmal die Fibs hier ziehen und den Tiefpunkt der Fibonacci-Retracements hier ansetzen, dort, bei dieser Spitze, dann kommen wir halt ein kleines bisschen unter unserem Preistarget, was wir uns gesetzt haben, sondern ungefähr bei 37 Cent. Ich markiere das einmal. Und warum ich das für wahrscheinlich halte, dass wir in diese Gegend kommen, pass mal auf. Wenn wir die Fibonacci jetzt hier ziehen, diese Korrektur hier, und diese Korrektur als absoluten Tiefpunkt der Fibonacci Retracements nehmen, dann kommen wir zwar, landen wir hier nicht komplett an der Spitze, aber wir kommen ziemlich nah an der Spitze ran. Ziehen wir uns die Fibs bei dieser Korrektur hier, der letzten starken Korrektur, bis wir diesen Ausbruch gesehen haben, dann kommen wir, wenn wir sie klassisch ziehen, beinahe auf die Spitze an. Nehmen wir das als absoluten Tiefpunkt, dieser untere Bereich hier, wo kommen wir da an? Da kommen wir auch genau auf diese 36 Cent hier oben, die wir noch nicht erreicht haben hier. Finde ich interessant. Okay, das hat mir zu Anlass gegeben, dass ich mir diesen Bereich hier noch einmal angucke, weil das wahrscheinlich auch die letzte starke Korrektur ist, bevor wir einen starken Bullrun sehen können am Ende des Jahres. Es verhält sich hier ähnlich wie XRP. Wir haben einen guten Anstieg mit einer Korrektur und es findet hier eine Stauchung statt. Man sieht eindeutig ein Symmetrical Triangle hier. Was passiert, wenn wir das als absoluten Tiefpunkt deklarieren? Schaut mal, wir kommen genau auf die 37 wieder rein. Das gibt mir
bisschen zu denken. Und demnach halte ich diese 37 Cent für etwas wahrscheinlicher als die 47. Also hatte das doch etwas Gutes, dass wir uns das nochmal angucken können, weil wir mit diesen Daten, die wir hier haben, nochmal uns neue Target setzen können. Und ja, also erster Preistarget, was ich für wahrscheinlich halte, sind die 37 Cent, die 47 können aber auch erreicht werden, je nachdem, wie der Markt verläuft. Wie gesagt, Leute, das ist jetzt komplett stumpf nur mit den FIPs. Ich habe hier null die Elliott-Waves-Theorie mit reingenommen, dass wir hier eventuell eine 1, 2, 3 dritte Wave haben. Die vierte ist hier auch gerade dabei und dass wir bei der fünften sind. Darauf bin ich komplett überhaupt nicht eingegangen. Man könnte verschiedene Sachen noch reinbringen und sagen, wie gesagt, wie ich schon gerade gesagt habe, das ist 1, 2, 3, 4 und jetzt kommt die fünfte Korrektur, vielleicht dort in die Gegend. Wie könnte man das ungefähr erklären, wenn man diesen gleichen Anstieg hat? Manchmal ist es so gewesen, was heißt manchmal ist es so gewesen? Es passiert öfter, dass der dritte Wave, den man hat, dass der sich wiederholt im fünften Wave, wenn der Markt richtig gut läuft. Und wo würden wir da landen, wenn wir den jetzt ansetzen würden, von diesem Punkt aus? Wir kommen dort wieder in diese Preistargets rein, vom Moment des Ausbruchs. Wenn wir das aber vom Tiefpunkt aus setzen, landen wir wesentlich darunter. Weil der Wave fängt ja eigentlich hier an. Wo würden wir da landen? Dann würden wir ungefähr hier in Höhe des All-Time-Highs landen. Und das halte ich für unwahrscheinlich. Darum würde ich sagen, hier ist der Moment des Ausbruchs. Wenn wir den jetzt setzen würden, wo wir uns gerade befinden, kommen wir ungefähr dahin. Das ist aber mehr so eine spekulative Sache halt, ne? Weil wenn man es ganz genau nimmt, müsste man den hier unten ansetzen und dann würden wir gerade mal ein bisschen über den All-Time-High kommen. Auf 12, 13, 13 Cent war das dann ungefähr. Ja, Leute. Würde ich aber persönlich so nicht machen. Weil, wenn man sich das anguckt, wir haben einen weit tieferen Anfang gehabt bei den Elliott Waves, sind hoch runterkorrigiert. Darum würde ich eher den Moment des Ausbruchs nehmen und das wäre dann hier. Und dann kommen wir halt direkt dahin. Das ist meine Meinung dazu. Okay, Leute, weiteres dazu und viele andere Themen, die wir besprechen können, machen wir heute Abend beim Livestream. Heute vielleicht ein kleines bisschen später der Livestream. Weil ich eventuell mit meiner wunderschönen Frau noch vorher ins Kino möchte. Aber dazu weitere Informationen später. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, Leute. Vergisst nicht, das Video zu liken, bevor ihr rausgeht. Abonniert den Channel, wenn euch gefällt, was ihr hier seht. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, Leute. Bis heute Abend zum Livestream.